So, das ist jetzt ein ganz spezielles Xara-Video. Also die Xara, die haben wir von der Straße aufgelesen. Da war sie mit ihrem Töchterchen und mit Jungen. Und so sieht man so gut. Und da ging es ihr gar nicht gut. Da war die Haut nicht schön. Nur da. Und da war sie krank gewesen. Dann haben wir natürlich Blutuntersuchung gemacht. Und ist jetzt in Medikation. Das sieht aus wie so ein, da hinten, ich muss mal kurz zeigen, das ist meine Tochter, die man nicht auf dem Film sein möchte. Und dann hat sie das Käppchen auf, weil sie meint, es sieht netter aus. Also, jetzt ist sie also unter Medikation für die Leishmaniose und kriegt noch Tabletten wegen den Nieren. Und in 2 Wochen machen wir dann wieder ein Video. Ach Quatsch, ein Video. Machen wir eine Blutuntersuchung, um zu gucken, ob das mit den Nieren besser geworden ist. Sie ist sehr, sehr lieb, sehr schmuselig, sehr verfressen. Es geht ihr eigentlich wirklich gut. Sie hüpft, sie spielt, hat gut zugenommen. Aber natürlich hat sie Leishmaniose. Das kann bedeuten, dass sie früher stirbt. Kann aber auch sein, dass es eine ganze Weile geht. Das weiß man eben nicht. Das Risiko muss man eingehen. Aber andere Hunde werden vom Auto überfahren und sind gesund, ne? Ein ganz liebes Ding. Und ich denke einfach, die sollen noch ein bisschen schöne Zeit haben in ihrem Leben. Guis guckt. Hat sie gern, gell? Schoße sitzen und streicheln. Tu sie noch mal runter, dann können wir an deinen Knien sehen, das Gesicht von ihr, wie groß sie ist. Ja, was hat sie? Oh, dickes Ding ist es, gell? Wie so dickes Ding hat sie gesagt. Also man sieht es an den Knien von meiner Tochter, wie groß sie ist. Kommst du mir? Kommst du noch mal Gesichtchen angucken? Also sie ist was ganz Liebes. Jeder hat ein Recht. Gell? Jedes Hundchen hat ein Recht, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich also ganz hervorragend auf der Couch macht, ja. So abends beim. Natürlich kann sie bei mir nicht auf die Couch, weil sonst zu viele auf der Couch wären. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich sehr gut macht auf der Couch beim Fernsehen gucken. Wichtig ist einfach, dass man sie gern hat. Tschüss!